Die Sterne haben gewaltige Unterschiede in ihren Größen und es ist ziemlich schwierig, das anschaulich darzustellen, aber diese Abbildung hier versucht es einmal. Unten in der Ecke ist das Hertzsprung-Russell-Diagramm dargestellt, mit dem die Sterne klassifiziert werden. Auf der X-Achse ist die Temperatur aufgetragen und auf der Y-Achse deren Helligkeit, normiert auf die Helligkeit der Sonne. Beides sind logarithmische Achsen und die X-Achse ist öfter auch in umgekehrter Form dargestellt, sollte aber kein Problem sein. Die Hauptreihe der Sterne befindet sich dann hier. Hier unten sind die weißen Zwerge und hier sind die Riesensterne dargestellt. Alle Sterne in dem HID hier sind dann hier in ihren relativen Größen zueinander dargestellt, außerdem auch mit ihren tatsächlichen Farben. Die Größe der Sterne ist hier als Radius angegeben. Der kleinste Stern, der gezeigt ist, ist Sirius B und das ist ein weißer Zwergstern. Der hat einen Radius ein bisschen größer als 6000 Kilometer. Und wenn wir das hören, 6000 Kilometer, denken wir natürlich sofort an die Erde. Die hat einen Radius auch von etwas mehr als 6000 Kilometer, ist aber tatsächlich auch noch größer als Sirius B. Also Sirius B ist wirklich kleiner als die Erde. Sirius B als weißer Zwerg ist auch am Ende seiner Lebenszeit, also nachdem er dann am Ende der Kernfusion explodiert ist und in sich zusammengefallen ist. Die weiteren Sterne hier dann, Scholz-Stern liegt hier ganz am Anfang der Hauptreihe. Der nächste dann, Wolf 359, schwere Niederlage gegen die Borg hier, ist dann der nächste in der Hauptreihe. Dann kommt Proxima Centauri, das ist der nächste Stern zu unserem Stern. Und dann kommt hier in der Hauptreihe die Sonne. Die Sonne liegt ja ziemlich in der Mitte der Hauptreihe, aber ist insgesamt auch ein ziemlich kleiner Stern, wie man hier sehen kann. Dann geht es hier ein bisschen weiter mit den Sternen entlang der Hauptreihe. Hier dann Sirius, Algol und Spica, die dann immer größer werden. Bei Algol oder bei Sirius überschreitet man dann zum ersten Mal einen Radius von 1 Million Kilometer. Dann einer der größten Sterne, die wir kennen, ist Betelgeuse. Das ist der hier ganz oben und der hat einen Durchmesser von mehr als 1,2 Milliarden Kilometern. Und in der Zusammenstellung kann man es vielleicht ein bisschen mal sehen, wie gewaltig groß die Unterschiede sind. Zum Beispiel, wenn die Sonne später auch mal ein roter Riesenstern wird, dann wird die Erdbahn innerhalb dieses roten Riesen sein, der die Sonne dann ist. Und das ist mal eine Gegenüberstellung zur Veranschaulichung dieser massiven Unterschiede in den Sterngrößen.